herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem neuen Unboxing. Denn ich habe eine nächste Box für euch und zwar die Lutsches Box. Ich habe ja gesagt, ich habe sie eigentlich abbestellt, aber sie wurde schon abgezogen letzten Monat und deswegen kam sie jetzt noch einmal. Finde ich nicht schlimm, dann habe ich sie jetzt noch einmal. Jetzt ist sie auf jeden Fall abbestellt, also jetzt dürfte auf jeden Fall jede Box abbestellt sein. Und ich werde es halt so machen, dass ich wirklich, wenn mir eine gefällt, dass ich die extra bestelle und dass ich meine Videos, also ich bleibe bei den Unboxings. Ich werde bestimmt zwischendurch ein paar Boxen kaufen, aber ich werde sie jetzt nicht im Abo erstmal bestellen, sondern so bestellen. Genau, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist einfach bloß jetzt, dass wir wieder ein bisschen zurechtkommen, dadurch durch Jobwechsel. Und jetzt habe ich dann wieder einen Jobwechsel und so weiter. Es ist ein bisschen anstrengend, es ist ein bisschen kompliziert und auch mit dem Geld müssen wir einfach zurzeit ein bisschen gucken. Und deswegen, es geht auf jeden Fall mit den Unboxings weiter, aber ein bisschen minimierter und auch nicht für ewig, kann ich auch sagen. Ihr wisst, ich liebe Unboxings. Ja, aber jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dieser Box. Ich habe gerade auch eine Brand New Box, die Asia Edition, ausgepackt. Die habe ich schon vor längerem bestellt und habe nicht mehr davon gewusst. Und jetzt kam sie und habe mich dann gewundert, was es ist. Ja, die letzte Box, die war sehr gut, weil da war ja eine tolle, tolle Decke drin, falls ihr wissen wollt, welche. Ich verlinke euch das Video natürlich oben, dann könnt ihr vorbeischauen. Ich sage euch aber nicht, welche natürlich. Deswegen mal gucken, ob die Box da diesen Monat mithalten kann. Oh, hier klebt auf jeden Fall schon mal was fest. Okay, ich gucke, ob ich das Dings rausbringe hier. Wunderbar. Da wird wahrscheinlich so nicht viel drinstehen. Nö. Ja, würde ich sagen, nehmen wir das erste raus. Haben wir einmal, ich denke, das ist ein Mario-T-Shirt, oder? Ja, sieht nach Mario aus. Oder Mario? Deadly Plants. Deadly Plants? So, und zwar haben wir Deadly Plants. Einmal ein T-Shirt. Ich hätte jetzt gesagt, das ist Mario von den Pflanzen her, deswegen mal gucken. Nicht alle Pflanzen sind Freunde, das wissen wir Gamer dank dem lieben Super Mario. Und kostet 19,95 € tatsächlich ein Mario-T-Shirt. Ja, es ist jetzt nicht mein Favoritenmuster, aber es ist ein Mario-T-Shirt und Mario mag ich, deswegen finde ich es jetzt auch toll. Nein, ist ein schönes T-Shirt, werde ich auf jeden Fall gerne tragen und ich weiß wenigstens, was es ist. Weil ein paar Mal hatte ich ja schon das Problem, letzten Monat, glaube ich, war das nicht das Zelda-T-Shirt, was ich nicht wusste. Ich habe leider nie Zelda gespielt. Also, ja, schon mal bei Freunden, aber selber hatte ich es nie, deswegen hat mir das auch nichts gesagt, ne? Aber das sagt mir wenigstens was. Mario habe ich viel gespielt. So, dann haben wir als nächstes eine Mütze von School of the Wolf, The Witcher, Netflix. Da hatten wir tatsächlich mal angefangen, haben wir aber tatsächlich nicht weitergeguckt. Und zwar ist es ein Beanie von The Witcher. Es gibt Monster, die keinen Winterschlaf halten. Ein echter Witcher kümmert sich um diese Kreaturen. 14,95 € kostet die. Vielleicht werde ich die auch meinem Mann geben. Mal gucken. Ist jetzt nicht die schönste Mütze, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Sie ist jetzt auch nicht hässlich und sie sieht auf jeden Fall warm aus. Und solange sie warm hält, fände ich sie toll. Mal gucken. Vielleicht behalte ich sie auch selber. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann haben wir noch ein paar Sachen. Und zwar von dem Mandalorian. Was? Ach, wie toll. Und zwar Star Wars The Mandalorian Something Wild. The Card Game Character Combos. Ist das schön mit einer kleinen Figur? Aber was ist das für ein Spiel? Sowas wie, sagt man nichts. Ist tatsächlich auch schon wieder von Funko Pop. Aber man sagt das Spiel nichts tatsächlich. Sowas wie Uno? Bin mir da nicht sicher. Kartenspiel Baby Yoda. Spiele bringen Menschen zusammen. Erst recht echte Gamer. Ja, kann ich euch nicht sagen. Es sieht aus wie Uno so ein bisschen, aber es steht Uno auf jeden Fall nicht mit drauf. Deswegen ist es, denke ich, kein Uno. Mal gucken. Kostet auf jeden Fall 14,95 €. Ich finde es toll, weil eine Mandalorian-Figur dabei ist. Eigentlich bin ich da schon zufrieden. Kann man bei mir nichts falsch machen. So, dann haben wir eine Tasse. Und zwar, ist die groß. Alter, ist die groß. Von Fallout ist leider wieder was ich gar nicht gucke. Fallout Coffee Mug. 463 ml. Fast 500 ml, Alter. Nicht für Mikrowelle und Geschirrspüler geeignet. Nicht einweichen. Okay, das ist gut zu wissen. Ist natürlich doof. Also eine Tasse zu verkaufen, die nicht in die Spülmaschine kann, finde ich mittlerweile ein bisschen doof. Das ist auf jeden Fall das Plusprodukt. Tasse Waltboy. Schlürfe dein neues Lieblingsgetränk im frischen Jahr aus der Waltastischen Tasse. Marktpreis 14,95 €. Eine andere wäre mir lieber gewesen. Irgendwas, mit dem ich was anfangen kann. Wie gesagt, ich gucke kein Fallout. Ja, es ist dieses Mal wieder sehr viel drin, mit dem ich nichts anfangen kann jetzt. Jawohl.
The Witcher kenne ich ja auch. Das ist das erste, mit dem ich nichts anfangen kann. Und dann, ach, hier ist noch was, und dann haben wir die Karte. Und zwar haben die hier, oh, das finde ich schön, das kommt an meinen Niffler-Rucksack. Ja. Und zwar von Grindelwalds Verbrechen einmal einen Niffler-Anhänger. Finde ich sehr, sehr toll. Wie gesagt, der passt an meinen Niffler-Rucksack. KJ Niffler. Fest am Schlüsselbund verankert, kann der Niffler keinen Schabernack treiben. Marktpreis 4,95, das finde ich toll. Ja, andere würden das jetzt nicht so feiern, aber ich finde es toll, weil ich fantastische Tierwesen einfach sehr gerne mag. Ja, und dann haben wir noch einmal die Karte Mood of the Day. Oh, die ist auch süß. Die ist echt süß. Was habe ich heute? Langsam habe ich den hier. Den Schlafenden. Ja, genau. Und das war es dann wieder. Das war alles, was drin war. Sieht man noch, was letzten Monat drin war. Da war einfach das Baker Street Sherlock Holmes drin. Die wunderschöne Decke, die ich gesagt habe. Aber da fehlt irgendwie. Das war doch mehr, oder? Komisch. Ach ja, das T-Shirt ist ja hinten abgebildet. Okay. Ja, auf jeden Fall, The Witcher war anscheinend das Thema. Leider nicht so mein Thema, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Wir gehen nochmal durch. Karte, finde ich sehr, sehr schön. Niffler, finde ich Hammer. Die Tasse, wie gesagt, das ist das Einzige, mit dem ich nicht so wirklich was anfangen kann, weil ich einfach Fallout nicht geguckt habe. Das bin ich auf jeden Fall gespannt, finde ich toll. Ich werde mir das Spiel angucken. Die Figur finde ich auch Hammer, also kann ich nichts sagen. Mit The Witcher, wie gesagt, haben wir geguckt, aber nicht so wirklich. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Aber eine Mütze kann man immer brauchen. Deswegen finde ich das jetzt auch toll. Und einmal das T-Shirt. T-Shirt ist so ein bisschen mit dem Niffler mein Highlight hier drin. Weil mit dem kann ich auf jeden Fall was anfangen. Hier, Mario, wer nicht? Sehr schön. Ja, genau. Das war tatsächlich die ganze Box. Was sage ich jetzt allgemein zur Box? Ich fand die letzte besser. Also ich glaube, da brauche ich nicht lügen. Ich war da von der letzten so begeistert, weil es einfach so viele tolle Sachen waren. Dieses Mal ist wieder mehr drin, mit dem ich jetzt nicht so anfangen kann, aber es sind trotzdem praktische Produkte, die man brauchen kann. Man kann eine Tasse brauchen, man kann eine Mütze brauchen und was man jetzt nicht so brauchen könnte, wäre der Niffler-Anhänger, den ich aber natürlich toll finde. Deswegen ist es bei mir kein Problem. Ja. Dann war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne dann noch unten lassen. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar da. Was sagt ihr zur Box? Wäre es eure gewesen oder ihr nicht? Würde mich sehr interessieren. Natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren unten auf dem Abonnieren-Button. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.